Willkommen zurück zu Resident Evil Director's Cut. Wir kämpfen hier gegen den Super Zombie, der ganze 2, 3 Schuss mit der Magnum aushält. Uff. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nochmal hier gelatscht bin, weil ich ein Depp bin. Gut, ich gehe hier immer noch viel zu sehr vom normalen Durchgang aus. Im normalen Durchgang hätten wir eigentlich schon alles, was wir zum Weiterkommen bräuchten. Für den Garten und alles. Aber hier, guckt mal auf die Karte. Halt, auch ein zweiter Stock. Hier, ganz oben links, ist noch ein kleiner Raum. Der letzte Raum, der sich mit dem Helmschlüssel öffnen lässt. Ja. Ich will wissen, was da drin ist. Und ihr dürft dabei sein, wie ich es erfahre. Das heißt zwar, dass wir jetzt hier wieder durch die... Okay, hier sind ein paar Spinnen. Auch schön. Hab schon gedacht, hier laufen ein paar Hunter rum, aber... Wenn hier überall Spinnen, ist es mir recht, weil die sind mir wesentlich lieber als die Hunter. Ich höre Hunter. Das heißt... Kommst du her? Ach, wisst ihr was? Ich ver... Drei. Chill, geh da rein. Warum müssen da immer drei Hunter herumstehen? Warum immer so auf drei... Ach stimmt, ja, dafür haben wir noch gar nicht das Juwel. Hm. Verdammt. Aber da fällt mir gerade was anderes Lustiges ein. Ich denke mal, da oben werden wir... ja... das gleiche bekommen wie im normalen Durchgang. Warum erwischt mich jetzt verdammt nochmal jeder Hunter hier? Hä? Hä? Muss das sein? Gut. Jill, open the door, sehr schön. Damit ist der Schlüssel nutzlos. Gut, mir ist da gerade noch etwas eingefallen. Eine Besonderheit des Director's Cuts. Aber gut, sehen wir uns erstmal den Raum an. Ich glaube, ich kann euch dann gleich noch was zeigen. Hier liegt auf jeden Fall schon mal was. Hier liegt Magnum-Munition. Und Schrotmunition. Ja, nichts von Bedeutung. Hallo, Jill. Nimmst du bitte mal die Schrotmuni, die da noch rumliegt? Jill! Geht doch. Gut. Dann haben wir hier noch auf dem Tisch was. Eine Notiz. Befehle. Streng geheim. 22. Juli 98, 2.13 Uhr. An den Leiter der Sicherheitsabteilung. Der Tag X rückt näher. Führen Sie die folgenden Befehle innerhalb einer Woche durch. Erstens. Locken Sie die Mitglieder von STARS in das Labor und sorgen Sie dafür, dass sie mit den BOW kämpfen. Damit wir Daten über aktuelle Kämpfe erhalten. Zweitens, entnehmen Sie pro Biowaffentyp 2 Embryos, damit wir sicherstellen können, dass alle Arten außer dem Tyrant vorhanden sind. Vernichten Sie das Arklay-Labor einschließlich aller Wissenschaftler und Labortiere auf eine Art, die nach einem Unfall aussieht. Das ist Nummer 3, gezeichnet White Umbrella. Naja, da sieht man es wieder. Alles geplant gewesen, dass die Stars hier reingeführt werden.
Nicht gut, nicht gut. Gut. Dann haben wir hier oben was. Nichts Wichtiges. Ein Hirschkopf. Schön. Gut. Ich glaube, ich weiß, was uns dieser ganze Schoß hier einbringt. Ja, Jill, du sollst da auch nicht gerade was angucken, du sollst da die Treppe wieder hochsteigen. Ja. Dankeschön. Möchten Sie den Augapfel herauspulen? Ja, natürlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als einem toten Hirsch ein Juwel aus der Augenhöhle rauszupopeln. Ja, das rote Juwel. Damit dürfen wir jetzt wieder nach unten rennen. Und dann kann ich euch was Schönes zeigen. Etwas, mit dem man sich den Hard Mode hier wirklich, ja, ich sag mal, einfach machen kann. Aber ich kann euch gleich sagen, dass ich das nur mal kurz demonstrieren möchte. Aber sonst weiter nicht. Ja, verwenden würde. Ja. Gut, ich muss nur noch durch eine Tür. Dann kann ich euch zeigen, was ich meine. Wir müssen nur noch da rein. Da, wo dieser Babsack steht. Attack! Ja, sehr schön. Gut, ja. Manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Das blau geschlagene Auge haben wir schon mal eingesetzt. Jetzt kommt das Entzündete dazu. Die Statue dreht sich und wir bekommen dreimal Magnum-Geschosse. Und ja, Leute, jetzt zu der angesprochenen Besonderheit. Hier liegen dreimal Magnum-Geschosse. Jetzt nehme ich mal nur zwei davon mit. Ihr seht, eins liegt noch da und gehe mal raus. Schnell wieder rein. Da liegt wieder mehr Magnum-Munition. Jetzt kann ich wieder raus und wieder rein. Und da wird wieder Magnum-Munition extra da liegen. Ja, und das kann man so lange machen, wie man lustig ist. Erst wenn man alle Magnum von dem Podest nimmt, wird sich die Statue wieder drehen. Und ja, das Fach ist geschlossen. Heißt, hier kann man sich unendlich viel Magnum-Munition holen. Und damit ist der Rest des Spiels echt ein Zuckerschlecken. Ich zeig das mal schnell. So, alle Magnum-Munition genommen. Oh, da liegt immer noch was. So. Ja. Fach geschlossen. Also Fach geleert. Fach geschlossen. Ja, das ist der Magnum-Glitch. Geht nur im Director's Cut, nur an dieser Stelle. Ja. Ich hätte mir jetzt alles voll machen können mit Magnum-Muni. Gut, das heißt aber auch, dass, ja, die ganzen optionalen Räume hier noch. Ja. Heißt der Lagerraum. Da oben bei der Bücherei. Und auch, ja, das hier alles optional ist. Nur für Munition. Und wisst ihr was? Für Munition. Das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Ich möchte das hier ohne Trick spielen und jetzt, wo ich weiß, dass das Scheiß hier optional ist. Verreck. Wow. Kommst du her? Komm her, du Vieh. Okay. Hatte ich sowieso vor. Ja, ich wollte mich jetzt auch sterben lassen, denn
Das ist optional, das ist Munition, das sind unnötige Gefahren, die ich nicht eingehen will. Aber ich wollte euch die Räume trotzdem mal gezeigt haben. Heißt, ich werde jetzt wieder den Safe laden. Ja, den letzten Spielstand. Und dann verlassen wir endlich das verdammte Haus. Schließen wir die Schose hier ab. Ja. Die ganze optionale Munition, da kann jetzt gern mal bleiben, wo sie ist. Ich denke, wir sind doch ganz gut ausgestattet für das, was noch kommt. Ja. Ich denke schon, die Munition würde schon reichen, um hier alle Gegner zu töten, aber ich habe da so eine massive Abneigung gegen Hunter zu battlen. Selbst mit der Magnum. Da, ich mache das einfach nicht gerne. Gut, mal überlegen, was muss ich jetzt eigentlich alles mitnehmen? Die Batterie brauche ich, die Kurbel brauche ich, das Fahrband brauche ich nicht mehr. Da unten, also was jetzt kommt, was brauche ich denn da noch? Da werde ich trotz allem mal die Magnum mitnehmen. Ja, aber es bei der Munition belassen, die wir jetzt haben. Ja. Gut. 18 Schuss. Halt, ein bisschen Heilung geht noch mit. Ja, gib mir das Doppelgrün. Wir merken ihm in die Hand. Und dann weg hier. Ich hab die Schnauze voll von diesem Haus. Ich mag die Hunter nicht. Ganz ehrlich, von allen Teilen, die es gibt, inklusive der ach so schweren Teile Code Veronica, Outbreak und ja, wie sie alle heißen, die Hunter in diesem Teil sind für mich immer noch die allerschlimmsten Gegner in Resident Evil. Hi. Ich habe gedacht, an die komme ich zumindest mal ohne Schaden vorbei. Aber nö, nicht mal das schaffe ich. Ja. Nicht mal vor Nemesis aus Teil 3 habe ich so viel Respekt wie vor denen. Da, ja, man vor Nemesis an sich recht gut flüchten kann. Mit Nemesis komme ich klar, weil ich weiß, wie ich ihm entkommen kann. Tschüssi. Angel, lauf, lauf. Lauf doch mal richtig. Gott, mein beknacktes Gamepad da. Mit seinem riesen Stick da verziehe ich immer. Verziehe ich manchmal die Richtung. Das ist. Lass mich raten, ich bin auf Vorsicht. Oh, nicht mal. Wer hat denn da an den Damage-Metern von den Gegnern geschraubt? Na egal, nicht mein Problem. Gut. Der nächste Schritt ist die Batterie hier einsetzen. Und siehe da, der Fahrstuhl hat wieder Saft. Ja, damit haben wir uns eine Abkürzung gebaut, die wir sogar brauchen. Wenn dieser Wasserfall ja abgestellt ist, können wir hier durch und
Endlich mal in neue Gebiete. Darf er erstmal hier den Hunde-Overkill überleben. Nennt mich verrückt, aber das habe ich jetzt irgendwie zur Genugtuung gebraucht. Diese Hunde hier an dieser Stelle nerven mich immer sowas von dermaßen. Und jetzt kann ich mir auch mal gemütlich die Kräuter einverleiben. So, da hat noch ein Kraut. Aber ich möchte lieber das da hinten mitnehmen. Ja, genau. Das andere da vorne ist 100 pro auch blau. Und die blauen, naja, sind jetzt nicht so der Bringer. Ach komm, nehmen wir es mit. Das mal eine solche Mischung. Na toll. Toll. Was steckt in der Mischung schon alles drin? Aus blauen und zwei grünen. Okay. Sah aus wie jetzt ein Doppelgrün. Dann habe ich mir jetzt umsonst hier einen Inventarplatz zugeballert. Na egal. Gibt Schlimmeres. So, dann darf ich dir mal kurz was für ihre Muckis tun. Und das Schott, die Schleuse hier wieder zudrehen. Und schon ist das Becken wieder gestaut, der Wasserfall auf der anderen Seite versiegt und wir können dadurch. Ach, und auch mal schön, hier durchzulatschen, ohne auf irgendwelche Kläffer achten zu müssen. Trotzdem sollte ich mal nachladen. Gut. Gut, gut, gut. Na dann, los geht's. Ab in den Untergrund. Ja. Hätte ich jetzt noch ein Farbband mitgenommen, könnte ich hier speichern. So muss ich ohne auskommen. Oh, wie schade. Hier hinten geht's nicht weiter. Da ist ein sechseckiges Loch. Ja. Zu schade, dass wir nur eine viereckige Kurbel haben. Dann eben durch die andere Tür. Und ich bin echt gespannt, was jetzt hier unten alles verändert wurde. Was geht hier so um? Spin, Hunter, Oh, Jill. What good Barry. timing. A moment ago, I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Ach ja, die Sache ist auch ganz wichtig für das Ende. Ja, möchten wir mit Barry gehen? Möchten wir ihn begleiten? Oder soll er uns begleiten? Sagt unbedingt ja. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to.
Nö, nö, Barry. Du gehst nicht vor, du bleibst schön bei mir. Oh, yes, please. I'm a little nervous. I understand. It may be more dangerous if you come behind me. Be careful. Barry? 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 That was too close. Let's go together. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Okay, ich muss gestehen, dass gerade mein Bildschirm schon anging, wo die Frage mit dem Vorgehen kam. Deswegen kann es sein, dass ich mich da vielleicht verklickt habe, aber ja. Der Ablauf war mir übrigens gerade ehrlich gesagt nämlich neu. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ich muss mich irgendwie verklickt haben. Deswegen. Hoppala. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr hier an die Stelle kommt, ist es am besten immer mit Barry zu gehen. Er soll nicht vorrennen oder dergleichen. Dann ja, habt ihr 100 Pro das beste Ende sicher. Stromgenerator. Aber funktioniert nicht. Dafür ist hier eine Packung Granaten. Kann ich das Kraut nicht irgendwie futtern? Wie soll ich das jetzt nicht benutzen? Was ist, wenn ich es benutzen will? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem. Denn ich bräuchte später noch einen Inventarplatz frei. Doch dann... Ja. Komm, fress ich halt jetzt eine Kraut an. Komm mit, Barry. Moment, habe ich da jetzt wirklich alles? Mann, ich stelle mich gerade aber auch echt an wie der letzte Honk. Stromgenerator und hier ist auch nichts mehr. Ja. Dum, tja, dum. Gut. Was haben wir hier? Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes! Enrico! So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Verdammt, es gibt einen Verräter unter den Stars und da ist doch gerade jemand abgehauen. Ja, armer Enrico.
Er konnte sich mit dieser Verletzung nicht mehr bewegen. Er hält irgendetwas fest. Ach nee, sieh mal einer an. Ja, dies. Gut. Normal liegt die woanders. Ja, Scootje. Er hält etwas fest. Nimm bitte, Enrico, die Kurbel aus den Händen, damit wir alle glücklich sind. Ja, hast du noch was zu sagen, Barry? Barry untersucht gerade etwas. Ha, dann sollten wir ihn nicht weiter dabei stören. Ja. Normal liegt die Kurbel hier. Im Gang. Gut. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch die Bedingungen fürs gute Ende erfüllen. Darauf, ja, hoffe ich jetzt einfach mal. Aber Leute, es wird Zeit, den Part zu beenden. Ich renne jetzt noch schnell in sicheres Gebiet. Ja, sicheres Gebiet ist gleich hier, wenn Jill mal die Tür benutzt. Ja, dankeschön. Puh. Moment, ist doch sicher, oder? Hier haben sie keine Gegner hergespawnt. Nein, alles gut, alles klar. Gut, Leute, dann geht's das nächste Mal hier weiter. Denn die Kurbel, die wir jetzt gefunden haben, ist, ja, sechseckig. Und damit können wir, ja, hier was bewerkstelligen. Also, weiter beim nächsten Mal. Ciao.